HSV TV aktuell wird Ihnen präsentiert von Berlet, Ihrem Elektrofachmarkt mitten in Hamm. Olli, heute Kreispokal beim SV Afferde, weitergekommen in die zweite Runde. Wie ist dein Eindruck heute von diesem Spiel? Gut, Pflichtaufgabe erfüllt, zu Null geblieben, haben das Spiel so ein bisschen nutzen können für uns, indem wir einiges ausprobieren konnten, mal ein, zwei Kontakte spielen über außen. War alles mit drin gewesen. Torschuss, Flankenläufe, hat sich keiner verletzt, keine rote Karte, für mich entscheidend gewesen. Nach der Vorbereitungsphase jetzt, wie gesagt, das ist für mich wichtig, dass wir jetzt in der zweiten Runde sind. Jetzt haben wir noch einen schönen Sonntag und dann geht es ab morgen wieder weiter. Wie ist die aktuelle Planung in der Mannschaft? Da haben wir heute gesehen, kaum Auswechselspieler zur Verfügung, gestern sogar Torwart im Feld eingesetzt. Warum, wieso, weshalb? Gut, heute waren noch drei Spieler nicht spielberechtigt gewesen. Das wird hoffentlich in den nächsten Tagen der Fall sein. Der eine oder andere ist angeschlagen, da gehen wir kein Risiko. Von daher kam der Gegner ganz gut auch gelegen für uns heute hier, dass wir da auch jetzt nicht irgendwie auch mit voller Kapelle spielen mussten, auch jetzt komplett gehen mussten über die Spielzeit, sondern das so ein bisschen haben auslaufen lassen können, um einfach da auch ein bisschen Kräfte zu schonen.